Janni Kusmark leidet in der Vergangenheit an Bulimie. Das gibt die ehemalige Profisurferin jetzt zum allerersten Mal öffentlich preis. In ihrem neuen Buch »Der Ruf deines Herzens« schreiben die dreifache Mutter und ihr Mann Peer frei von der Seele weg über ihre Probleme, ihre Vergangenheit und ihre Tipps für ein freies Leben. Also als die Idee aufkam, ein gemeinsames Buch zu schreiben, fanden wir das irgendwie ganz spannend und haben dann vorgeschlagen, nicht so ein klassisches Buch zu schreiben, sondern wirklich ein Buch, wo man nicht wie in der Schule quasi über unsere Vergangenheit liest, sondern auch ganz konkret, was man daraus lernen kann. Und so ist das ja mehr eine, ja, so eine autobiografischer Coaching-Ratgeber geworden. Bevor die Kusmarks selbst merken, welche Tipps sie im Leben weiterbringen, durchleben sie allerdings auch einige ziemlich herausfordernde Situationen. Bei Janni ist das eine Zeit lang zum Beispiel die Bulimie. In »Der Ruf deines Herzens« schreibt sie: »Bei der Auswahl meiner Speisen hielt ich Ausschau nach dem, womit ich mich am meisten bestrafen konnte. Was war die größte Sünde? Was könnte ich am einfachsten wieder erbrechen?« So schonungslos ehrlich spricht die Sportlerin dieses Thema bisher noch nie an. Sie beschreibt eine schreckliche Unruhe, ein inneres Monster. Warum sich Janni genau jetzt öffnet, verrät sie Promiflash. Ja, ich habe mich da tatsächlich noch nie so drüber geöffnet, weil es mich wahrscheinlich auch noch so beeinflusst hat, dass ich da auch noch nicht mit Abstand drüber sprechen konnte. Mit einem gewissen Abstand kannst du die vielleicht auch ganz anders sehen und anders auch die Zusammenhänge sehen, warum das vielleicht kam und was mir wirklich dabei geholfen hat, das auch selber so in den Griff zu bekommen. Andere Leute suchen sich ja wirklich Hilfe. Wie habe ich das überhaupt alleine geschafft? Ich habe das plötzlich nicht mehr so, dieses Muster in meinem Leben. Eine wichtige Message, die die gebürtige Sylterin für ihre Follower hat und bei der sie dank Kampagnenbuchungen auch aus eigener Erfahrung spricht. Als Model auf einem Foto ist man nicht automatisch glücklich oder zufrieden mit sich. In der Welt von Social Media möchte Janni das auch ihrer Tochter vermitteln. Und da habe ich gedacht, so im Nachhinein denke ich so, was ist das für eine Welt, in der alles wirklich so so falsch einfach auch dargestellt wird, ne? Und das verunsichert mich jetzt nicht mehr. Ich fühle mich jetzt super wohl, egal wie ich gerade aussehe, das ist mir total egal. Peer steht bei diesem sensiblen Thema komplett hinter seiner Frau. Ja, das ist ja auch ein ganz klares Zeichen, die Art und Weise, wie wir mit unseren Makeln oder mit unseren psychischen Erkrankungen, mit unseren Fehlern und mit unseren Schicksalsschlägen umgehen, soll auch andere Menschen einfach ermutigen, dazu zu stehen. Der Moderator ist der Meinung, Probleme fangen vor allem dann an, wenn man sie verdrängt. Janni verdrängt ihre früheren Probleme nicht mehr. Auch heute kommt es vor, dass sie bei Stress zu essen greift. Das ist ja auch was Naheliegendes, wenn man sieht, ich meine, Kinder werden gestillt. Die werden auch nicht nur gestillt, wenn sie Hunger haben, sondern auch, wenn sie gestresst sind. Krankheit entsteht auch in dem Moment, wo du dadurch natürlich ein gestörtes Bild hast, so dieses Gefühl, du hast die Kontrolle verloren. Im Moment, wo du die Kette so unterbrechen kannst und denkst, oh, ich habe gerade richtig viel gegessen. Ich habe irgendwie 2 Packungen Schokokekse gegessen, weil ich irgendwie einen richtig stressigen Morgen hatte. Aber es ist völlig in Ordnung. Und habe ich irgendwas gegessen? Das ist doch egal. Im Detail gehen Janni und Peer darauf natürlich in »Der Ruf deines Herzens« ein.